Leute, das habe ich mir definitiv anders vorgestellt. Mein BH ist kaputt. Mein Kreislauf spielt nicht mit. Hallöchen, meine Lieben! Was geht ab, Team Harrison? Schön, schön, dass ihr wieder dabei seid! Boah, das war voll gut, oder? Nein, sein! Schaut mal Tommy seine mega coolen Haare an. Sorry, Schatz, der müsste sein. Ja, das ist schon klar. Der war ewig lang beim Friseur und hat sich neue Dreads machen lassen. Ja, und jetzt müssen jetzt mit wir... mit dem Ansatz... Warte kurz, Maus, der Papa muss kurz erklären. Okay. Nein, das sieht gar nicht so schlimm aus, Schatz. Also auf jeden Fall, die haben ja am Anfang, am Ansatz hier so ein Gummi hingemacht, dass die besser halten. Und der Gummi geht dann bald raus und dann... Sieht's cool aus. Ja, nein, das wird schon cool werden. Jetzt sieht man halt noch deine Kopfhaut, deswegen sieht's halt noch ein bisschen komisch aus. Wer kriegt von dir einen Bussi, Mia? Nein. Kriegt Mama oder Papa einen Bussi? Nein. Nein, nein, nein. Meine Mama! Meine! Mein Papa! Bald hängt dir noch ein Weib an, mein Schatz. Ja, und apropos, das nächste Mädle. Wir wollen jetzt heute endlich den Bauchgips machen. Ja! Ich bin richtig aufgeregt. Nein, ich! Ja, du darfst nein, du später. Darfst nicht, weil du, Mia geht jetzt schlafen und wir wollen die Zeit, wo Mia schläft, ausnutzen und den Bauchgips machen. Trocknen lassen und Mia darf dann heute Abend den Bauch anmalen, wenn er dann schon trocken ist. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ja. Ja? Okay. Ja. Was steht auf deinem T-Shirt? Hallo, Menti, hallo. Bonjour. Bonjour, hallo. Bonjour, hallo, gell? Zeig mal, du musst das zeigen. Bonjour, hallo. Okay. Ich habe hier ein Set bestellt auf Amazon. Und vielleicht schaffen wir es, dass ich auch meine Hände so hinlege, Schatz. Ja. Aber, warum? Aber ich kann mich halt dann null bewegen. Ja, schaut mal. Oh, das sieht schon cool aus. Aber da musst du halt voll detailliert dann arbeiten, Schatz. Domi bereitet jetzt das ganze Badezimmer vor. Wir werden es nämlich dort machen. Auf dem Fliesen ist es, glaube ich, besser als im Wohnzimmer auf dem Holzboden. Ja, Mia macht schläft jetzt und ich schneide jetzt die ganzen Gipsbinden zu, weil da müssen wir verschiedene Längen irgendwie abschneiden. 12 cm, 25 cm, 40 cm und. Ja, das mache ich jetzt hier auf dieser Mülltüte. Ganz kurz das Badezimmer. Das schaut aus, als... Als wenn er mich jetzt schlachten will. Ja, und mich in der Badewanne auflösen. Schaut euch das mal an. Okay, er hat einfach alles ausgelegt. Ja, und hier ist dann alles schon vorbereitet. Jetzt brauchen wir noch eine Schüssel warmes Wasser. Und dann, oh, und dann fangen wir an. Übrigens geht unser Plan nicht ganz auf, denn unser Kind ist nicht müde. Die weiß, glaube ich, dass wir hier gerade was planen und die will nicht schlafen. Und ausgeschlafen. Wie wäre es mit ausruhen und Haja machen? Nee, nicht hüpfen. Ich habe mir jetzt einfach nur so einen alten BH angezogen und eine kurze Short, die dreckig werden darf. Ja, und das ist gerade meine Kugel. 38. Schwangerschaftswoche. Am liebsten würde ich ja die zwei Bauchgipse danach vergleichen oder beziehungsweise den anderen mal hinhalten, um zu gucken, ob der wirklich größer oder kleiner war. Aber Tommy hat den beim Umzug... Putt gemacht! Putt ist machen! Ja, voll schade. Deswegen war es mir jetzt umso wichtiger, dass wir jetzt nochmal einen machen, einen richtig schönen. Ja, das riecht aber schon relativ. Warum geben die da so eine große Packung mit? Braucht man da so viel? Der Boden ist sicher. So, das wird. Oh! Ist sicher, ist sicher. Mein Busen muss ich dann nachher eincremen. Ich darf Busen eincremen. Ich darf Busen eincremen. Okay, das sollte, glaube ich, reichen. Boah, ich will jetzt schon meinen Kreislauf im Stehen. Puh.
Okay. Ich glaube, ich muss mich doch ein bisschen hinsetzen. Ja, mach doch. Die Hand kann man ja auch immer sitzen machen. Ja. Ich glaube, mit Hand ist schon schwierig, gell? Willst du mit Hand machen? Schaffst du das? Bin schon dabei. Ich muss mich hinsetzen. Okay, fängt ja gut an. Oh, mein Kreislauf macht das sonst nicht mit. Wie ich hier einmal so hin, ja. Oh, ich merke von meinem Kreislauf. Wir können auch nur die Hand machen. Geht's? Weiß ich nicht, das fühlt sich echt. Ich glaube, ich kipp gleich um, ey. Echt jetzt? Weiß ich noch nicht. Sollen wir was zu trinken wollen? Mach mal einfach weiter. Ich muss aber so ein bisschen hinstellen, aber jetzt sind meine Socken nass. Das ist wurscht. Jetzt hängt mir die Tüte am Arsch. Das ist mir auch wurscht, außer also, du darfst halt nicht, nur nicht den Sitz dreckig machen. Ja. Zeig mal Team Harrison, was du hier fabrizierst. Ich beeil dich aber, komm ich. Wenn du es kaputt machst, dann ist es ärgerlich, ich sag's dir. Meine Hand ist einfach jetzt dran. Komm. Und hier, ja doch. Ja. Molly strampelt. Die spürt es voll, dass da jetzt... Es ist immer dunkler wird. Ja, und warm und Wasser. Ich würde das auch gerne mal machen. Das macht bestimmt voll Spaß, oder? Ich kann mein Pipi noch einkämpfen. Ja, jetzt aber... Ich mache doch gar nichts. Gute Laune hier. Ne? Ja, Mama hat den ganzen Bauch jetzt weiß. Den darfst du später anmalen, okay? Ja. Leute, wir haben ein fettes Problem. Was ist passiert? Ach so, Entschuldigung, damit zu lachen, weil du es in die Hand gebeckt hast. Du kannst ja nicht das Ding ausziehen, gell? Ich kann mein BH jetzt nur mal ausziehen und ich mag ihn eigentlich voll, auch wenn der jetzt eh dreckig wird, aber das geht ja wieder raus. Aber... Den können wir nicht auf. Ich komme ja jetzt nicht mehr aus dem Träger raus. Das ist doof. Ich schau, Mama. Mama, schauen. Ja, lass dir was einfallen. Ja, was soll ich denn einfallen? Entweder tue ich meine Hand raus und wir zerschneiden das Oberteil. Dann müssen wir das Oberteil zerschneiden. Ich habe mir so viel Mühe mit der Hand gegeben. Also Leute, wenn ihr das vorhabt, dann denkt dran. Oh mein Gott, das tut mir voll leid jetzt. Das kann ich vielleicht wieder zusammennähen. Ich halte mich hier fest, nicht, dass es gleich noch Blitze gibt. Das ist okay, voll doch, dann zieh ich mich mal aus. Aber warte mal, du kannst ja immer noch nicht ausziehen. Das muss auch noch aufgeschnitten werden. Schatz, wie blöd bin ich eigentlich, ey? Ich muss das jetzt komplett zerschneiden. Ja, gib her. Ich mach kurz meine Hände sauber. Warum hab ich nicht einfach ein Triangel-Bikini angezogen? Oder so ein Bandeau-Bikini, wo man hinten aufmachen kann? So. Let's do this. Jetzt ist es eh schon kaputt. Nein! Ich hab alles fest! Das ist vollbracht. Leute, okay. Ich mach jetzt erstmal die Kamera aus, ne? Tschüss. Wir sind kurz vorm Abbrechen, Leute. Ist schon hardcore grenzwertig. Ich sitze bereits. Du liegst fast. Ja, aber anders, es geht gerade irgendwie nicht, ey. Wenn ich immer aufstehe, dann wird mir so schwummrig vor den Augen und ich krieg so einen Druck auf die Ohren. Und dann muss ich die ganze Zeit hin und her wackeln. Und deswegen haben wir jetzt entschlossen, das weiter so im Halbliegen zu machen. Also ich liege jetzt so auf das Nötigste und dann... Also Fazit, Freunde, wir haben es abgebrochen. Keine Chance. Das hat mit dem Kreislauf nicht funktioniert und wir wollten da jetzt auch nichts riskieren. Sarah, du stehst erstmal. Ich habe das Kunstwerk, ich zeige euch das mal, hier unten hingelegt. Aber Schatz, es ist pass auf, so weit, ich sehe, du musst es so ein bisschen zusammenschieben, ja, es fällt irgendwie auseinander. Es ist so weit ist es fest. Und ich versuche das jetzt gleich nochmal weiterzumachen hier auf dem Boden und dann machen wir letzten Endes das Beste draus. Das Teil wird versteigert, das sage ich euch. Ich finde es schön, dass du dir trotzdem so viel Mühe gibst. Versuchst noch das zu retten, was zu retten ist. Eigentlich war ja der Plan, jetzt auch fertig zu werden, aber der Gips ist noch so feucht, dass wir den jetzt rauslegen und da steht auch drin, 24 Stunden trocknen lassen. Und dann wird das veredelt, das mache ich dann morgen Abend und dann erst können wir es anmalen. Ja, also, dann sage ich mal bye bye und bis morgen. Tag 2. Der Gips liegt jetzt hier,
seit 24 Stunden. Sieht richtig gut aus. Ich habe den jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten an den Seiten. Habe jetzt hier eine Masse zusammengerührt und pinsel den jetzt an. Dann wollen wir mal. Bin ja mal gespannt. Aber das sollte jetzt die ganze Oberfläche nochmal kletten, ne? Und den Gips schöner aussehen lassen. Meine Chefin ist hier am Werk. Hey, es ist richtig aufwendig, ey. Also wenn das kein Meisterwerk wird, dann weiß ich auch nicht. Aber letztes Mal hat es nicht so lange gedauert, ne? Nee, letztes Mal haben wir nur den Gips gemacht und angemalt. Das war so ein ganz kleines Paket. Und jetzt habe ich so ein Profi-Set, glaube ich, gekauft. Das war so ein bisschen anders, ne? Aber jetzt machen wir das einmal und dann morgen wird der angemalt. Mia kann schon gar nicht mehr abwarten, ey. Sie können ja malen, malen. Ja. Morgen. Und der nächste Tag ist angebrochen. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Anläufe gebraucht, um ein Video zu beenden. Ja, es ist der dritte Tag. Ja. Ich habe deine Lila. Ja, es ist soweit. Du darfst endlich den Bauch anmalen, Mia. Ja. Welche Farben hast du alle? Lila. Und was ist da? Milo. Was ist das für die Farbe? Lila. Ja, das ist lila. Und das? Wir haben den rosa. Rosa, und was ist das? Rot. Und was ist das? Gelb. Und dann haben wir noch... Was ist das? Grün. Und dann haben wir noch... Grau. Ja, und jetzt wird der Bauch bunt. Aber wir dürfen alle malen, okay? Nicht nur mir. Ich will auch malen. Der Bauch ist übrigens so schön geworden. Ich finde, das hast du richtig gut gemacht. Hör auf damit! Schau mal, deine Hand schaut so groß aus, als wäre es meine. Ich halte auch an meine Hand. Das ist richtig schön geworden. Jetzt müssen wir den bloß noch schön anmalen, gell? Ja. Ja? Okay. Dann würde ich mal sagen: Let the party start. Oh, mit welcher Farbe fange ich an? Ich mach meine Lieblingsfarbe: Blau. Das bin ich. Ich hatte lila. Okay, dann nehme ich. Das ist rosa. Ich nehme gelb. Ich hab's lila. Das ist rosa, Mausi, was du jetzt Bitte hast. Nicht schütteln, dann ist schon offen. So, das soll da stehen. Und da ist der Deckel und dann kannst du nehmen, so, und malen. Ja. Okay? Wo fängst du an? Oh, das sind voll die schönen Deckfarben, ey, Schatz. Ja, ich hab mich auch konzentriert beim Einkaufen. Wir machen den jetzt schon richtig schön. Ich mal die Hand mal an, meine Hand. Oh, die wollte ich eigentlich blau machen, die Hand. Ich will die auch Handschmale. Ich den da. Wow, den Pinsel hast du aber arg reingetunkt. So reicht schon, nicht zu tief. Nicht hier. So tief wie. Oh, das droppt. Wackel nicht so viel mit dem Pinsel rum aus. Mein Reis ist noch nicht mehr. Noch nicht. Richtig gesagt. Ja, so sieht bis jetzt unser Kunstwerk aus. Ein Bauch ist das. Am Bauch? Ja, Mama nimmt jetzt hier ein bisschen grün. Ich habe gerne lila. Aber die Farben sind richtig schön. Richtig deckend. Ah, oh, ja. Beim Vermischen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Mia malte meine Farbe rein. Das wird nachher so ein Bild werden wie am Kühlschrank, ja. Schaut mal, was sie macht. Warum? Mia, halt bitte deinen Becher bei dir. Aber warum, Mia? Ja, auf jeden Fall nimmt es langsam Gestalt an. Ich glaube, so einen bunten Gipsbauch hat noch niemand. Oh, was macht die eigentlich? Was macht ihr? Also das nenne ich mal abstrakte Kunst, Leute. Oh Mann, das hat irgendwie alles... Das ist einfach nur noch Pansche. Ich sag, am Ende ist alles braun. Mia, mal da, wo da. Guck mal, da drüben ist noch alles weiß. Komm, wir malen mal hier. Oh nein, pass auf! Oh, halt dich da drüber! Halt dich da drüber! Oh mein Gott! Das ist aber ihre Lieblingsstelle, wo sie malt. Ja, da sind, glaube ich, schon alle Farben drauf. Okay, wir haben jetzt einfach mal so einen Schlussstrich gezogen. Ich glaube, wir könnten noch 100 Schichten da drüber machen, aber ich zeige euch jetzt mal unser Endergebnis vom Babybauch-Gips Nummer
2. Wo grüßen wir aber jemanden? Ganz liebe Grüße gehen raus heute an Lorena Fröhlich. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Und jetzt kommt unser ultimative Meisterwerk. Dun, 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 dun. Seid ihr bereit? Wow. Hey, das sieht gar nicht so übel aus. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn das in irgendeinem Museum steht und keiner eine Ahnung hat, von wem es ist, dann wird das für mindestens 8 Euro verkauft. 8 Euro sind schon wenig für 3 Tage Arbeit. Ja, ich find's auch cool. Die Hand, die sieht man zwar jetzt nicht mehr so ganz genau, aber es ist unser Meisterwerk. Hat sehr viel Persönlichkeit. Ja. Kommentiert mal drunter, wie ihr es so findet. Ich find's cool. Ich find's auch cool. Wir haben es geschafft. Yay! Ja, und das war jetzt aber wahrscheinlich, weil es so lange gedauert hat, auch unser letztes Video vor der Geburt. Wir wollen jetzt noch so ein bisschen cool down, entspannen und mental noch die letzten Tage, Wochen und genießen. Ja. Und deswegen hoffen wir sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage, ja, hoffentlich dann zu viel. Wie unbedingt.